Da bin ich wieder. Und wie sieht's aus? 60 Sekunden noch. Passt doch. Perfekt. Bin ich mal gespannt, wie sich das Fleisch gleich auf meine Anzeige auswirkt. Dann bin ich ja mal gespannt. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Direkt schon mal vertraut machen. Weil ich denke, also ich werde erstmal im Singleplayer mir halt einfach ein paar Kenntnisse, Grundkenntnisse schon mal aneignen. Und ich denke, bis es halt die Server so weit sind, dass die Echo drauf spielen können, werde ich dann erstmal irgendwo auf einen bestehenden mit drauf gehen. Muss natürlich erstmal klären, ob dem Besitzer das, ja, ob der Besitzer nichts dagegen hat, dass ich dann streame, weil ich möchte natürlich gerne weiterhin streamen. Und ja. Okay, hier kann ich was machen. This kind of store cannot have items. Ja. Item listed until it's using a currency. Aha. Okay. Oh cool, da habe ich schon mal ein bisschen was. Zack. Zack. Kann ich den Brennvorgang eigentlich stoppen? Muss ich wahrscheinlich das Holz für rausholen, richtig? Hm, packe ich das mal in Storage. So. Geht's auch bestimmt gleich aus. Ich hoffe zumindest, es geht gleich aus. So. Ja, dann gucke ich mal. So. Boah, 500 hat's gegeben. Okay, da darf man aber auch nicht zu viel von essen. Wenn ich mir das hier so angucke, die Kalorienanzeige, 1904 von 3000. Zwei neue Skillpunkte. Frage ich mich halt, soll ich die schon ausgeben oder spare ich lieber noch? Was haben wir denn hier Schönes? Level 1, Desert Drifter. Tundra Traveler. Hm. Okay. Da, Logging-Effizienz. Reduziert meinen Kalorienverbrauch und... Ja. Das ist das, ich glaube, das ist das, was man dazu bekommt. Plus 1, oder nicht, denke ich. Ja. Unlock the Store. Ja. Brauche ich im Singleplayer ja erstmal nicht wirklich. Was ist das? Strong Back. Oh, Tragegewicht erhöhen. Das wäre wieder interessant. Kann ich natürlich mehr Holz schleppen. Oder mehr Stein. Oder weiß der Teufel was. Increase Maximum Calories um 500. Ich brauche definitiv den Hammer. Okay. Okay, okay. Wo waren denn noch gleich? Ach, in der Crafting Table. Den Hammer. So. Da. Was kann denn der Hammer Schönes? Destroys constructed materials. Zwei Steine. Na guck mal, kann ich direkt schon mal einen bauen hier. Hä? Zwei von zwei Steinen. Elf von vier, elf Holz, vier brauche ich. Hm.
Wie sieht das hier eigentlich aus? Das sieht doch alles hier. So, muss ich schon sortieren. Crafting. Den Hammer, sagt er. Jo, Basic Crafting 2. Ich verstehe. Crafting war hier. So. Jetzt macht das Lagerfeuer, wenn ich es um 1 erhöhe. Reduce Fireweed Shoots Cost Ball. Verringert die Kosten. Aber welche Kosten? Von dem Brennmaterial oder wie? Ja, vermute ich mal. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Kann ich mehr produzieren. Mich jetzt halt Lagerfeuer? Oder hebe ich mir jetzt den Punkt auf? Was ist hier? Civic Skillbook Recipe. Ah, ich verstehe. Okay. Ich glaube, dann wäre eher sinnvoller, sich erst einmal um das Crafting-Döns zu kümmern. Next Level 20%. Reduziert die Craftzeit. Ja, ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Das ist dieses Tundra Traveler. Ich heb den erstmal auf. Ich heb den auf und dann mal gucken. Das Gewicht interessiert mich. Ist auch nicht schlecht. Oh Moment, nächstes Level gibt mir 0. Hä? Brauch ich's ja nicht leveln. Das ist ja irgendwie. Hahaha. Für 3 Bolt-Shoots. Wolf, Fuchs. Ich heb mir den erstmal auf. Ich heb mir den jetzt erstmal auf, den Punkt. Und ich sollte mal gucken, dass ich irgendwie diese komischen lila Bären finde, die diese Effizienz bzw. die Wachstumsrate der XP erhöhen. Ich glaube, das werde ich jetzt mal tun. Ich habe noch Holz im Inventar. Ich trage noch Holz mit mir rum. So. Zack. Das werde ich aber jetzt in meine Kiste packen. Das hier. Upsala, ich komme immer auf die falsche Taste. So. Na dann. Was ist denn das Rote? Was war... Ach, das ist so eine Lok. Oder was ist das? Ja, genau. Wenn hier mal was quietscht im Hintergrund, das ist mein Hund, der spielt hier gerade mit seinem Quietscheviech. ja. So, und zwar dieses Carbs. Was ist dieses Carbs? Den Hammer noch holen. Beziehungsweise den Hammer bauen. So.
Wo finde ich diese seltsamen lila Beeren? Das sind ja hier ganz normale Beeren. Nee, Huckleberries. Es gibt noch andere, so lilane. Laut dem, was ich in der Wiki gelesen habe, so lilane Beeren soll es irgendwo geben. Ich glaube eher auf Freiflächen. Da hinten haben wir eine Freifläche, da gehe ich mal hin. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist schon wieder was Neues. Bohnen. Bohnen sind gut, die kann ich auch gerade. Oh, hier haben wir Steine, das kann ich mir schon mal merken. Steine. Das ist nicht das, was ich will. Nanu, wo hänge ich denn hier fest? So. Was haben wir hier? Kann ich doch bestimmt abbauen, oder? Hm, das war jetzt das Falsche. Da sind nochmal so Blümchen. Das ist jetzt die Frage mit der Sense. Die Sense habe ich jetzt natürlich... Toll. Die Sense habe ich jetzt bei mir in meine Kiste gepackt. Scheiße. Naja, lassen wir die erstmal. Es muss irgendwie so eine lilane Blume sein. Die soll halt diesen XP-Schub erhöhen. Ein Büffel. Ja, bestimmt nicht leicht zu erlegen, das Viech. So. Ja, ich glaube, hier werde ich kein Glück haben mit meinen lila Blumen. Oder ich muss mir tatsächlich die Sichel holen. Nehmen wir nochmal Bohnen. Bohnen sind auch gut. Oh, ganz viele Bohnen. Oh. Und das sind ja wieder diese Huckleberries. Wenn ich so eine Bohne esse. Ist mir dann schlechter oder besser? Ich probiere es mal aus. Da. Oh ja. Oh. Oh, da geht noch ein bisschen. Grand Skill Points, 1,36. Also so drastisch erhöht hat sich das jetzt durch die Bohnen auch nicht. Ich muss wirklich diese komische Pflanze finden. Boah, hier sind aber viele Bohnen. So viele brauche ich nicht. Aber ich kann mir die Stelle ja mal merken. Gegenüber von meinem Haus quasi. Da gibt es schon mal ganz viele Bohnen.
Hoppala. Jetzt laufe ich ja wieder in den Wald. Ich habe gelesen, das soll in den Freiflächen sein. Mal kurz auf die Karte gucken. Oh, was ist denn hier? Das ist auch noch was Weißes. Ich glaube, da gehe ich mal gucken. Bin ich doch neugierig. Neugierig. Schnee. Cool. Oh, hier, da ist so eine lilane Pflanze. So, das war jetzt irgendwie. Wie war denn das? Toll. Einmal die eine Pflanze kaputt gemacht. Wie war denn das noch? Bestimmt mit der Sichel. Ja, da muss ich mir erstmal meine Sichel holen. Huch, nützt ja alles nichts. Dann muss ich mir erstmal meine Sichel holen. So, das war einmal. Oh. Ja. Aua. Shit. Weiß gar nicht. Nimmt man da irgendwie Schaden, wenn ich hier irgendwo so hoch runterfall? So. Nanu? Okay, das ist jetzt strange. Da wächst ein Baum durch meinen Boden. Naja. Habe ich jetzt auch nichts gegen, dann hacke ich den halt um, wenn der groß ist. Oh, okay. So, Sichel. Die Böhnchen kommen da hin. Was sind das eigentlich genau? Collection of the Fold Fronts of your Ferns. Gibt mir das Carbs? Lese ich das richtig? Hat sich jetzt nicht viel geändert. Gut, dann packen wir es erstmal wieder weg. Nochmal. Samen. Das kann ja ruhig hier erstmal liegen bleiben. Wo ist meine Sichel? Ich hatte doch meine Sichel hier in die Kiste gepackt. Ja, mit der Schaufel habe ich es ja versucht. Aber irgendwie habe ich die Erde da weggenommen. Ich hab, ich werde es mal versuchen, wenn ich meine Sichel mal wieder gefunden habe. Ah,
Habe ich die in die Kiste gepackt? Nö. Dann haben wir noch zwei Steine, die nehme ich mal mit. Oh Gott. Habe ich Alzheimer oder was? Ich weiß nicht, wo ich meine Sichel hingeschmissen habe. So ein Mist. Oh Gott. Habe ich die hier in der Werkbank drin? So. Storage. Na, da ist der Hammer. Und wo ist meine Sichel? Ach, hier. Ich hätte gar nicht zurücklaufen müssen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hätte gar nicht zurücklaufen müssen. Naja, gut. So kann man sich täuschen. Hätte ich mal vorher nachgeguckt. Ja. Jetzt gucke ich mal. So. Jetzt mal gucken, wie wir da hochkommen. Müsste doch hier eigentlich gut gehen. Ja. So. Na, hier bin ich vorhin lang gelaufen. Da habe ich ja noch gesagt, Steine merken. Ah, Plant Fibers. Die brauche ich auch, diese Fiber-Dinger. Zum Craften. Kann ich direkt mal ein bisschen was mitnehmen. Hält mich so ein bisschen an Ark. Fiber sammeln. Boah, habe ich das gehasst. Ark Survival Evolved, Fiber sammeln. Oh mein Gott. Ganzen Tag wie eine Blöde durch den Dschungel rennen und sammeln, 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 sammeln. So, lila Blume, ich komme. Wo ist meine lila Blume? Die war da oben drauf. Da. Fireweed Shoots. Was ist Fireweed Shoots? A bitter, brightly colored shoot similar to asparagus. Tja. Ah, da oben ist noch eine. Also, laut Wiki stand da irgendwas von wegen Schaufel. So mache ich die nur kaputt. Und doch lieber die Sense. Noch irgendwo? Direkt mal gucken, ob wir noch mehr davon haben.
Oh ja, hier ganz viel. Oder ist das vielleicht immer noch eine andere Pflanze? Da ist eine lilane. Was haben wir denn hier für eine? Das ist aber auch Fireweed Schutz. Dann weiß ich es jetzt auch nicht. Muss ich mir das nochmal in Ruhe durchlesen? Ja, das kann sein. Das kann sein, dass das tatsächlich, dass die nochmal ein bisschen anders aussieht. Ich habe das Bild jetzt auch gerade nicht vor Augen in der Wiki. Kann natürlich auch sein, dass ich das irgendwie falsch übersetzt habe. Beim Drüberlesen. Will ich jetzt auch nicht abstreiten. Was ist denn da hinten noch? Ich geh mal doch da hinten gucken. Was ist da? Was ist da für eine Blume? Ach so, wieder nur die kleinen. Boah, was ist das denn? Oh, da oben ist auch noch. Guck mal, oh! Ganz viele gelbe Blumen. Was haben wir hier? Erze. Na, da muss ich ja mal gucken. Klatsch, 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 klatsch. Boah, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Direkt einpacken. Das ist natürlich keine Kiste. Verdammt. Shit. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich keine Kiste dabei. Verdammt. Muss ich mir merken. Muss ich mir irgendwie merken. Da hinten ist diese weiße Spitze, wo ich herkam. Ich muss da einfach so ein bisschen südöstlich runter. Okay. Jetzt mal, was bist du für eine Blume? Oh, wie kann ich so pflücken? Korn! Nice. Die kann ich so pflücken. Die brauche ich keine Schaufel für. Maiskolben. Was ist das? Dunkler Stein. Boah, die Erze, wie geil ist das denn? Ah ja, Kohle. Okay. Auch nicht verkehrt, das brennt länger. Gehe ich jetzt nochmal da runter gucken? Oder gehe ich weiter da lang? Nein, ich gehe weiter da lang. Die Richtung war gut. Was ist das? Da sind auch noch komische Blumen. Was haben wir denn hier? Beets. Was sind Beets? Muss ich doch mal gucken. Beet Seed. Okay, sind auch Samen. Ach, eine rote Beete. Earthy Sweetness. Carbs 10. Okay. Mal weiter gucken.
sind ja wieder diese kleinen Blümchen. Boah, da hast du... Ach nee, hier war ich ja gerade. Hab ich schon abgebaut. Die Vögel, das sieht auch immer lustig aus. Die sitzen in der Luft. Die sitzen nicht auf dem Boden oder auf dem Grashalm. Die sitzen in der Luft. Ja, macht nichts. Das macht nichts. Trotzdem echt cooles Game. Tja. Ich finde diesen Comic-Style auch mal ganz angenehm. Das ist, ja, wirkt irgendwie cool. Ich weiß nicht. Ist hübsch. Da ist auch wieder so ein dicker Erzklumpen. Boah, da unten auch, oder? Da gehe ich mal eben schnell mal hin. Und dann gehe ich mal zurück, weil ich brauche eine Kiste, damit ich das Erz abbauen kann. So, mal gucken. Ach, hier sind auch mal so Beete. Große Beete-Dinger. Ja, ist auch noch viel Zeug, irgendwas. Das ist das Zeug, was ich mit dem... Nee. Kann ich auch nicht mit der Schaufel. Aber mit der Sense, glaube ich, wieder... Kam denn da nochmal heraus mit der Sense? Muss ich nochmal gucken. Naja, ich sollte... Es sollte, glaube ich, langsam wieder zurück zur... Oh, warte mal, da sind auch noch... Was haben wir denn hier? Weizen. Okay. Weizen. Auch gut. Also ich habe ja eigentlich, im Prinzip habe ich ja ein Schlaraffenland gefunden, ne? Ich habe ja hier eigentlich alles in der Nähe. Gar nicht so mega weit viel laufen. Noch ein bisschen Weizen mitnehmen. Oh. Ist auch noch die Ebene. Ich stapfe jetzt noch einmal über die Ebene und dann drehe ich um. Tja, jetzt auch nichts. Oh, ein Fuchs läuft da rum. Fuchs. Aber keine Spur von meiner lila Blume oder Blume, die ich da suche. Naja, dann muss es erstmal ohne gehen.
Auch noch Erz. Ja. Es ist halt trotzdem so ein bisschen blöd. Weil ich dann ja gleich letztendlich doch ganz schön hin und her laufen muss, um mein Erz hin und her zu transportieren. Aber was soll's. Das ist dann so. Andere Richtung da lang. Ach schön, Sonnenuntergang. Ich mag Sonnenuntergänge. Oh, oh, oh. Da oben ist auch noch Erze, oder? Oder sieht das jetzt nur so aus? Nee, hier ist auch noch Erz. Nice. Direkt merken. Mal anhauen. Halt, falsche. Falsche, falsche. So. Brauche ich doch bestimmt wieder eine Axt, um meine Kiste da einzusammeln. Ist da noch was drin? Nee. Ah, da kommt jetzt bestimmt ein Hammer zum Einsatz, aber zerstöre ich die Kiste dann? Ja. Nein, doch nicht. Ich hab sie hier. Alles gut. Alles gut, alles gut. Es ist nicht kaputt gegangen. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja eigentlich schon mal einlagern gehen. Meine Kiste nehme ich mit. So. Das kann mit in den Crafting Table. Oh je, ich glaube, ich muss noch eine neue Kiste bauen, weil die hier ist voll. Jop, da muss ich noch eine bauen. Nützt ja alles nichts. So. So. Gut. Kiste bauen. Fehlen mir noch 3 Holz. 3-mal Holz.
falsche Seite. So. Da. Jetzt 2 Minuten warten. Ich glaube, ich werde demnächst dann nochmal die anderen Sachen bauen. Hier, die Farmer's Table. Ach, Farming muss ich erst erhöhen. Haben wir denn hier noch? Eine Workbench, naja, die habe ich ja. Ein Research Table, der wäre vielleicht mal ganz interessant. Da habe ich ja schon ein paar von. Stein kriege ich gleich bestimmt auch noch massenweise zusammen. Aber gut, Holz ist halt ein bisschen knapp. So langsam werde ich aber auch müde. Aber erst gehe ich noch mein Erz einsammeln. So. Ja, dann habe ich aber gleich trotzdem ein ganz schönes Gelatsche. Naja. Halb so wild. So, irgendwo hier oben war doch schon mal Gold. Müsste jedenfalls Gold gewesen sein. Ups, da oben an den Felsen vielleicht. Jop, hier war das. So. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich hier auch gleich schon mal direkt noch einen Stein mitnehmen, den ich brauche.
Nee, das war verkehrt. So. Boah, da sind aber jetzt meine Kalorien ganz schön gesunken. So. So. Jetzt muss ich das alles darunter schleppen, gell? Ich denke auch, dass ich das alles irgendwie. Ich kann ja auch die Kiste jetzt nicht zerstören. Beziehungsweise mit dem Hammer irgendwie aufsammeln. Ich denke mal, dann sind die Gegenstände alle weg. Gut. Dann nützt ja alles nichts. Ich kann auch nur 10 tragen, gell? Ja. Kann ich denn noch mit meinem Inventar was machen? Kann ich das Ohr da irgendwie. Nö. Nö, nö, nö. Na dann. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, weil ich finde es richtig gut, dass die Rohstoffe, zumindest also bei den Bäumen jetzt, nachwachsen. Das finde ich richtig gut. Das gefällt mir sehr gut. Kiste. Wo ist meine Kiste? Da oben. Na? Geht doch. Ja. So. Kann ich ja gleich meine Kiste hier wieder mitnehmen.
Weiß gar nicht, was man da für eine Forschung braucht, um so einen Karren zu machen. Da muss ich mal gucken, in Ruhe. Da muss ich da drauf hinarbeiten, damit ich nicht immer laufen muss. Alles näher schleppen muss. So. Und weiter geht's. So. Die waren doch da hinten irgendwo in die Richtung. Da ist diese weiße Schneespitze. Dann hatte ich gesagt, südöstlich davon. Also muss ich jetzt erstmal irgendwie hier hoch. Na. Okay, da komme ich jetzt irgendwie nicht hoch. Wo hänge ich jetzt? Ah. So, zack, 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 zack. Und dann irgendwo hier die Richtung. Nee, 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 da lang. Ich glaube, da vorne, wo dieses komische Icon gerade auf der Karte ist, da ist das. Ja, genau hier unten. Ich sehe es schon. So. Die ist noch nicht. Aber der hier. Boah, da habe ich aber gut was zu kloppen hier. Was? Oh. Ich habe mich eingebaut. Ganz schöne Arbeit hier, du. Echt einen guten Spot gefunden. Nicht verkehrt. Mach die Kiste jetzt erstmal voll.
Also bis ich so weit bin, dass ich diese Ressourcen hier nutzen kann, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, aber ich habe schon mal ein paar. Auch nicht verkehrt. Hetze. So. Noch irgendwo was? Stein, 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 Stein. Nö, nö. Hier noch irgendwo versteckt. Okay, aber hier war noch, in der Seite war noch was. Boah. Bin ja hier auf einer richtigen Ader gestoßen. Kann ich das hier so schaufeln? Na ne, jetzt geht's nicht mehr. Mich hier gerade mal durchbuddeln. Ist ja erstmal egal, wie es aussieht. Hauptsache, ich komme an Erz dran. Na. So, mal gucken. Boah, ich glaube, ich merke mir die Stelle hier mal. Ich weiß nicht, wie tief das hier alles noch geht. Also die Reihe baue ich jetzt nochmal ab.
Da geht's immer noch weiter. Ich glaube, ich werde morgen hier dann weiter buddeln an dieser Stelle. Kann hier noch mal kurz das abtragen. Oh, ich habe gar nicht auf... Oh, das sehe ich jetzt erst. Ich habe ja gar nicht auf meine Nutri-Anzeige geguckt hier. Oh, oh, oh. Oh je. Oh je, oh je. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Da, nochmal ein Fleisch. Da kann es weitergehen mit der Arbeit. So. Den Kratz schon, warum kann ich das denn jetzt hier nicht wegschaufeln? Voll Hunger, der Charakter. So. Ach, ja. Schon anstrengend hier. Die Arbeit. Schon anstrengend. Das um die Uhrzeit. Ich meine, wir haben immerhin 4 Uhr nachts. Oder 4 Uhr morgens. Kann man jetzt sehen, wie man will. Also es geht immer noch weiter rein. Ich grab mich irgendwie immer weiter in diesen Berg hinein. Das ist eigentlich gar nicht meine Absicht gewesen. Ich wollte eigentlich nur mal schnell ein bisschen Erz holen. Aber dass das hier dann doch noch Sonderader ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Schaufeln, schaufeln, schaufeln. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. So. Also, ich packe jetzt wirklich tatsächlich hier alles nur noch in die Kiste und, pack das, was ich habe, packe ich erstmal... Oh, oh, da ist ein Ende zu sehen. Nee, ich glaube, dann mache ich das hier noch schnell zu Ende. Wäre da jetzt nochmal eine Schicht hinter gewesen, dann hätte ich gesagt, nee, ich komme morgen wieder. Aber... So, halt. Das und das und das. So. Bin gespannt, wie voll die Kiste gleich ist. Ey. Hoch. Muss immer ein bisschen darauf achten, dass die halt auch wirklich diesen gelben Rand hat. Weil sonst passiert da gar nichts. Also die Kiste jetzt. So. Hm. Immer noch nicht ganz am Ende hier. Aber so langsam müsste das ja hier mal vorbei sein. Zacki. So. So. Also diese Art des Abbauens ist schon sehr zeitintensiv. Aber jetzt nicht auf eine störende Art und Weise. Also, das muss ich dazu sagen. So. Das sieht doch langsam gut aus. Ich hoffe, das sind jetzt hier die letzten Blöcke. Weil sonst habe ich auch...
Ich habe ja halt noch keinen Karren. Ich habe ja noch nichts, wo ich jetzt großartig mit rum transportieren kann. Das heißt, ich muss jetzt gleich alles wirklich nach Hause schleppen. In mehreren Marschwegen hier. Aber was tut man nicht alles für Erz? Was tut man nicht alles für Erz? Schöne Erz. Erz, Erz, Erz. So, Berg genug ausgebeutet. Ja. Wunderbar. Wir hatten da noch irgendwo einen Block Kohle, aber ich laufe jetzt nicht wegen einem Block Kohle da hinten hin. So, mal gucken. Ja. Ja. Ja, damit lässt sich doch schon was anfangen. Was haben wir hier? Kupfer? Ja, Kupferohr. 30 Kilo wiegen 10. Da kriege ich nicht geschleppt. Oh doch. Krieg ich geschleppt. Ja. Ja. Gut. Dann mal aufi. Auf ihn nach Hause. Und dass die Tiere hier irgendwie so ein bisschen durchglitschen, sollten sie vielleicht noch ein bisschen bearbeiten. Das sieht etwas ulkig aus, wenn hier über die Tiere durchglitschen. Oh, jetzt habe ich so ein bisschen. Ne, hier rein. Ja, doch. Ja. Oder? Bin ich mir nicht so sicher. Ja, doch. Puh. Ups. Schon gedacht, ich laufe jetzt in die falsche Richtung. Da, ich kann mein Zuhause sehen, ich kann mein Zuhause sehen. So. Der Baum, der wird immer größer. Auch nicht schlecht. So. Zack. Okay, ich werde jetzt nicht unbedingt hier 50.000 Mal hin und her laufen. Also morgen, aber nicht jetzt mehr um die Uhrzeit. Ich werde jetzt, denke ich mir mal, auch schlafen gehen. Was heißt, ich denke, ich werde jetzt schlafen gehen. Ist ja denn doch schon etwas spät. Ach, ich kann direkt daraus futtern, das ist auch gut. So, ein bisschen Mais. Noch irgendwas Ausgewogenes? Na, Bündchen. So. Gut, Kalorien stimmen. Ja, dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Darf, ich nenne dich einfach mal Darf oder Darfquist. Ja. Danke auch für die Tipps. Ich hoffe, hat dir auch gefallen. Und ich denke mal, ja, dass ich morgen weitermachen werde. Wann genau, weiß ich nicht. Ich habe mir da noch keine genauen Zeiten überlegt, weil es halt auch immer ein bisschen schwierig ist mit Arbeit. Aber wenn du magst, einfach mal zwischendurch reinschauen. Ich denke, dann bin ich wieder am Start.
Alles klar. Dir eine gute Nacht und vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss.